This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am 19. August, Sonntagnachmittag, zur 22. Lesung des wundervollen langen Buches des ersten Bandes von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Kapitel 5, die Verfolgung, sind wir stehen geblieben auf Seite 243 und ich fange auch ohne große Verzögerung gleich an, das weiterzulesen. Wir sind im Augenblick in dem Untertitel Die abendländische Kirche und werden heute über die anfängliche Milde und dann die zunehmende Strenge und wohl noch ein paar andere Dinge sprechen in diesem Buch, das wirklich ein hervorragendes Buch ist und das für mich persönlich zumindest spannender und interessanter wird mit jeder Lesung, auch wenn es hier und da vielleicht einmal zwischendurch ein wenig trocken erscheint, aber die Geschichte der Inquisition ist unerlässlich zu wissen, denn wenn man weiß, dass Gottes Volk immer schon verfolgt wurde, dann versteht man vielleicht auch, warum man selbst sich in diesem System, in dem wir ja leben müssen, nicht so besonders gut fühlt oder auch manchmal eben verfolgt wird. Und man kann sich vielleicht ein wenig daran trösten, dass es anderen noch viel, viel schlechter ging. Und um die Geschichte zu erfahren, warum das so ist, ja, dafür lesen wir dieses Buch, das im ersten Band ja heißt Der Ursprung und die Organisation der Inquisition. Also fahren wir fort auf Seite 243 oben, auf dem zweiten Absatz. Der Autor schreibt hier: An all diesen Verfolgungen hatte die lateinische Kirche wenig Anteil gehabt. Denn dem Wesen der Abendländer fehlte die schlimme Neigung der Orientalen zur Erfindung und Annahme neuer Ketzereien. Mit dem Fall des Weströmischen Reiches begann die lateinische Kirche die Durchführung der großen Aufgabe, welche ihre ganze Tatkraft in Anspruch nahm und durch welche sie sich den Dank der nachfolgenden Geschlechter erwarb, die Bekehrung und Zivilisation der Barbaren. Von ihren neuen Bekehrten konnte man nicht annehmen, dass sie sich abstrusen Spekulationen hingaben.
Sie nahmen den Glauben an, den man sie lehrte, beruhigten sich zum größten Teil in der angeordneten Disziplin, und während sie sonst oft ungebärdig und unruhig waren, bereiteten sie der Orthodoxie wenig Störung. Unter diesen Einflüssen starb der Kreis der Verfolgung aus. Claudius von Turin, dessen ikonoklastischer Eifer alle Bilder seiner Diözese zerstörte, kam ohne Bestrafung davon. Felix von Urgell verzieh man seinen Adoptionismus und hieß ihn trotz seiner wiederholten Verirrungen in der Kirche willkommen. Obgleich er nicht wieder in sein Bistum eingesetzt wurde, so scheint sein 15- oder 20-jähriger Aufenthalt in Lyon keine Gefangenschaft gewesen zu sein, denn er hielt seine Lehren im Geheimen aufrecht, und nach seinem Tode fand man eine ketzerische Erklärung unter seinen Schriften. Man hört von keiner Anwendung von Gewalt als Erzbischof Leidrath 20.000 der katalanischen Anhänger des Felix bekehrte. Sein Hauptjünger, der Erzbischof Elipandus von Toledo, behielt seinen Primazialsitz, obgleich er anscheinend niemals seine Irrtümer widerrufen hat. In dem Falle des Mönchs Gottschalk, der seine ketzerische Prädestinationslehre auf ausgedehnten Wanderungen durch ganz Italien, Dalmatien, Österreich und Bayern offenbar ohne Widerstand ausstreute, berief Rabanus von Mainz schließlich ein Konzil, welches seine Lehre in Gegenwart Ludwigs des Deutschen verurteilte. Doch wagte das Konzil nicht, ihn zu bestrafen, sondern schickte ihn zu seinem Prälaten, Hinnemar von Reims, der ihn mit der Erlaubnis Karls des Kahlen im Jahre 849 auf dem Konzil von Quirsi für einen unverbesserlichen Ketzer erklärte. Obgleich seine Lehren die vermittelnde Gewalt der Kirche an der Wurzel trafen, so war doch so wenig Neigung vorhanden, Strafen wegen Ketzerei aufzuerlegen, dass man in Bezug auf die für ihn festgesetzte Geißelung vorsichtig erklärte, sie sei nur das vom Konzil von Arles festgesetzte Strafmittel für Mönche, die entgegen der Benediktinerregel ohne Auftrag ihres Bischofs verreisten. Und wenn Gottschalk ins Gefängnis gesteckt wurde, so geschah dies, wie uns versichert wird, nur deshalb, um zu verhindern, fernerhin noch andere anzustecken. Die karolingische Gesetzgebung war außerordentlich milde gegen Ketzer. Sie stellte sie bloß zusammen mit Heiden, Juden und ehrlosen Personen und sprach ihnen gewisse Rechtsfähigkeiten ab. Für die Ketzerei, die immerhin eine gewisse gesunde Regsamkeit des Geistes voraussetzt, war der Bildungsstand des 10. Jahrhunderts zu tief. Daher legte auch die Kirche, die in jener Zeit unbestritten über die schlummernden Gewissen der Menschen regierte, die verrosteten Waffen der Verfolgung beiseite und verlernte den Gebrauch derselben. Als ums Jahr 1018 Bischof Burkhard von Worms seine Sammlung der kanonischen Gesetze veranstaltete, erwähnt er nichts von ketzerischen Meinungen und ihrer Bestrafung. Das Einzige, was er vorbringt, sind ein paar Vorschriften, die das längst vergessene Konzil von Elvira 306 erlassen hatte und die von der Behandlung der zum Götzendienst Abgefallenen sprechen. Sogar die Einführung der Lehre von der Transsubstantiation wurde ohne Widerspruch aufgenommen und erst zwei Jahrhunderte nach Gottschalk durch Berengar von Tours angefochten. Berengar hatte indessen nicht das Zeug zu einem Märtyrer und gab darum schon einem leisen Drucke nach. Wenn man gegen die Transsubstantiation geht, dann geht man gegen einen Hauptpfeiler der römisch-katholischen Kirche und dann geben die meisten Leute sehr schnell nach und fügen sich dann eben doch und sagen, naja, was ich in Gedanken tue, das ist meine Sache, nach dem, was ich nach außen hin bekenne. Ne? Oder man nennt das eben bei den Katholiken eben auch die geistigen Vorbehalte. Also ein Märtyrer wurden die Leute damals deswegen nicht besonders leicht. Aber wie gesagt, wir haben ja gerade auch gelesen, der Bildungsstand des 10. Jahrhunderts war zu tief, um eine gesunde Regsamkeit des Geistes vorauszusetzen. Berengar hatte indessen nicht das Zeug zu einem Märtyrer und gab darum schon einem leisen Drucke nach, wie wir gerade eben bereits gelesen haben. Der wärmere Glaube der Katharer, der im 11. Jahrhundert die Versumpfung der Orthodoxie zu stören begann, forderte energische Maßregeln,
Aber sogar gegenüber diesen verabscheuten Sektierern, also den Katharern, nahm die Kirche nur auffallend langsam ihre Zuflucht zum Äußersten. Sie zauderte vor der ungewohnten Aufgabe. Sie schrak davor zurück, sich mit den ihren Lehren von der Nächstenliebe in Widerspruch zu setzen, und wurde nur durch den Fanatismus des Volkes vorwärts getrieben. Wir merken, wir sprechen hier wirklich noch von der anfänglichen Milde. Bis die Kirche genug gereizt wird, um wirklich Vollgas gegen anzugehen, gegen die sogenannte Ketzerei. Die Verfolgung zum Beispiel von Orléans im Jahre 1017 war nicht das Werk der Kirche, sondern König Roberts des Frommen. Die bald darauf erfolgenden Ketzerverbrennungen zu Mailand geschah durch das Volk, gegen den Willen des Erzbischofs. Die Kirche stand ihren neuen Pflichten noch so unsicher gegenüber, dass, als ums Jahr 1045 zu Châlons einige Manichäer entdeckt wurden, der Bischof Roger sich an den Bischof Wazo von Lüttich wandte, mit der Anfrage, was er mit ihnen tun und ob er sie dem weltlichen Arm zur Bestrafung übergeben solle, worauf der gute Wazo erwiderte, dass ihr Leben dem weltlichen Arm nicht preisgegeben werden dürfe, da Gott, ihr Schöpfer und Erlöser, ihnen Geduld und Gnade erweise. Und der Domherr Anselm, Wazos Biograf, verurteilt scharf die unter Heinrich III. Zu Goslar im Jahre 1051 geschehenen Hinrichtungen, indem er behauptete, dass, wenn Wazo dabei gewesen wäre, er wie der heilige Martin im Falle des Priscillian gehandelt haben würde. Dieselbe Milde beobachtete der heilige Anno von Köln ums Jahr 1060. Als einige von seiner Herde trotz wiederholter Aufforderungen während der Fastenzeit den Genuss von Milch, Eiern und Käse nicht aufgeben wollten, darüber gab es dann später die sogenannten Butterbriefe in der römisch-katholischen Kirche, ja, mit denen man sich von dieser zwischen Anführungszeichen Sünde freikaufen konnte und während der Fastenzeit Milch, Eier und Käse genießen konnte, da konnte man sich von freikaufen mit den sogenannten Butterbriefen, ja, wenn ihr da mal studieren wollt. Das war hier in dem Jahre 1060 noch anders. Aber witzig, dass das hier mal aufkommt. Lässt mich gleich diesen Gedankenschlag machen, deswegen dieser kurze Kommentar. Also, als einige von seiner Herde trotz wiederholter Aufforderung während der Fastenzeit den Genuss von Milch, Eier und Käse nicht aufgeben wollten, ließ er ihnen schließlich ihren Willen mit dem Bemerken, denjenigen, die fest im Glauben seien, könne man wegen eines Unterschiedes in der Nahrung nicht viel Böses tun. Also erkennt er hier ganz deutlich, dass die Tradition von Menschen nicht so viel wert ist wie das Wort Gottes. Ja. Sogar noch im Jahre 1144 wünschte sich die Kirche von Lüttich Glück, weil sie durch die Gnade Gottes den größeren Teil einer Anzahl von geständigen und überführten Katharern vor dem unruhigen Pöbel, der sie verbrennen wollte, gerettet hatte. Die so Geretteten wurden in die Ordenshäuser der Stadt verteilt und die Antwort Papst Lucius II. Abgewartet, bei dem man angefragt hatte, was man mit ihnen machen solle. Es ist nicht nötig, im Einzelnen die in einem früheren Kapitel erzählten Fälle zu wiederholen, um zu zeigen, wie unsicher die Stellung der Kirche gegenüber der Ketzerei um diese Zeit war. Eine bestimmte Politik, eine feste Regel gab es nicht, und die Ketzer wurden je nach dem Charakter des betreffenden Prälaten strenge oder gnädig behandelt. Theodwin, Wazos Nachfolger auf dem Stuhl von Lüttich, drängte im Jahre 1050 den König Heinrich von Frankreich in einem Schreiben, die Anhänger des Berengar von Tours ohne Verhör zu bestrafen. Dieselbe Unsicherheit zeigt der heilige Bernhard in seinen Bemerkungen über die Ereignisse in Köln im Jahre 1145, wo die fanatische Bevölkerung die Katharer ergriff und, trotz des Widerstandes der kirchlichen Behörden, verbrannte. Er führt an, dass man die Ketzer vielmehr durch Vernunftgründe als durch Zwang gewinnen wird und, wenn sie sich nicht bekehren ließen, vermeiden solle. Also mit anderen Worten, so wie die Bibel es auch sagt, in Titus Kapitel 3, Vers 10, na, so steht es zumindest in der König-James-Bibel, ein Ketzer oder ein Heretiker, der sich nicht belehren lässt nach dem zweiten Versuch, den lasse in Ruhe. Ja? Lass ihn seines Weges ziehen, Gott wird ihn richten. Ja? Wir können nicht mehr machen, als zu probieren.
Das ist sehr schön gesagt hier. Er führt an, dass man die Ketzer viel mehr durch Vernunftgründe, also durch die Bibel, ja, durch das Wort Gottes, als durch Zwang gewinnen wird. Und wenn sie sich nicht bekehren ließen, dann sollte man sie vermeiden. Lass sie dann in Ruhe. Gott wird schon mit ihnen umgehen. Das ist richtig biblisch, was der hier sagt, ja? Der heilige Bernhard, über den wir hier sprechen. Das muss ich mal ganz ehrlich eben sagen. Da kann er tausendmal Katholik gewesen sein. Aber das ist wirklich biblisch. Er führt an, dass man die Ketzer viel mehr durch Vernunftgründe, also durch das heilige Wort Gottes, als durch Zwang gewinnen, und wenn sie sich nicht bekehren ließen, dann sollte man sie eben vermeiden. Er billigt den Eifer des Volkes, aber er billigt nicht seine Tat. Denn der Glaube müsse durch Überzeugung, nicht mit Gewalt ausgebreitet werden. Doch hält auch er den weltlichen Arm für verpflichtet, das durch die Ketzerei Gott angetane Unrecht zu rächen. Und hier verlässt der heilige Bernhard jetzt die Bibel und sagt, gut, die Kirche macht dann weiter nichts, aber hier, Staat, du hast die Pflicht, jetzt dieser Ketzerei ein Ende zu machen. Du musst diese Leute mehr oder weniger jetzt vernichten. Ja? Blind gegen die Gefahr, der ein Mensch sich aussetzt dadurch, dass er sich selbst als Werkzeug des Zornes Gottes betrachtet, führt er St. Paulus an, in einem Zitat aus dem 13. Kapitel der Römer, Vers 4. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über den, der Böses tut. Das muss ich jetzt in der Schlachter gar nicht mal groß nachlesen. Das kommt ungefähr auf dasselbe rauf. Und es geht hier natürlich um die weltliche Gewalt, ja, über die in Römer 13 viel gesprochen wird. Ein unglaublich oft misszitiertes Stück aus der Bibel, das muss man da eben mal zusagen. Aber da gehen wir drauf ein, wenn ich meine Bibelstudie jemals auf Kapitel Römer 13 hinkomme. Das ist ja diese zwei Bändler von Rosenius über 1370 Seiten. Das wird ja eine Weile dauern, bis ich da angekommen bin. Aber dann werde ich da gerne drauf eingehen. Alexander der Dritte, wir sprechen jetzt hier von Antichrist, Papst Alexander der Dritte, neigte entschieden zur Gnade. Als er sich im Jahre 1162 weigerte, die ihm von dem Erzbischof von Reims geschickten Katharer zu verurteilen, indem er erklärte, es sei besser, den Schuldigen zu verzeihen, als den Unschuldigen das Leben zu nehmen. So denken die Päpste heute nicht mehr. Sogar noch am Ende des 12. Jahrhunderts wagte Peter Cantor darauf hinzuweisen, dass der Apostel befehle, die Ketzer zu vermeiden, ja, Titus, was ich gerade gesagt hatte, aber nicht zu verbrennen. Und zugleich betont er, wie widersinnig es sei, Strenge zu zeigen gegen die geringste Abweichung von dem Glauben, dagegen die gröbsten Sünden und Unsittlichkeiten ungestraft zu lassen. Das nennt man Heuchelei, meine Lieben, und die römisch-katholische Kirche ist die heuchlerischste Gemeinschaft auf dieser Welt. Wasser predigen und Wein saufen, mit anderen Worten. Ja? Und der Peter Cantor hat das ganz gut erkannt. Wie kann man auf der einen Seite Strenge zeigen gegen die geringste Abweichung vom Glauben, aber auf der anderen Seite die gröbsten Sünden und Unsittlichkeiten ungestraft lassen? Welche Sünden und Unsittlichkeiten, worüber spricht er denn hier? Na, darüber hatten wir ja am Anfang dieses Buches gesprochen. Für diejenigen, die die ganze Lesung bis jetzt verfolgt haben, die werden sich dann noch daran erinnern. Das erste Kapitel über die Kirche, wo wir sprachen über Simonie und Günstlingswirtschaft, Schändung des bischöflichen Amtes, Missbrauch der päpstlichen Jurisdiktion, Vernachlässigung des Predigeramtes, Missbräuche bei der Verleihung von Pfründen, Häufung der Pfründen, Zehnten, Verkauf der Sakramente, Erpressung frommer Vermächtnisse, Streitigkeiten bei Bestattungen und so weiter und so weiter. Die ganze Sache, die wir da besprochen haben und auch viele Dinge, die wir noch in den kommenden Lesungen besprechen werden, die gehen genau darauf ein, was der Peter Cantor hier ernennt. Ja? Wie kann man auf der einen Seite sich hinstellen als großer rechtmäßiger Inquisitor, sage ich jetzt mal, oder Verurteiler oder Richter, ja? Und auf der anderen Seite, sobald das Volk sich umdreht, allen schändlichen Taten, die die Bibel ganz deutlich verwirft, hinterhergehen. Und genau das prangert der Peter Cantor hier ganz richtig an.
Dasselbe Schwanken fährt der Autor fort und die gleiche Unsicherheit zeigte sich auch hinsichtlich der Strafen, die man den Ketzern auferlegte. Wir haben zahlreiche Fälle lebendiger Verbrennung und auch solche von Einkerkerung gesehen, und zwar lange, bevor man zu einer endgültigen Formel gelangte. Noch 1163, als Alexander III. Auf dem Konzil von Tours den beunruhigenden Fortschritt des Manichäismus in Languedoc zu hemmen suchte, befahl er den weltlichen Fürsten nur, die Ketzer gefangen zu setzen und ihr Eigentum einzuziehen, obgleich in demselben Jahre die in Köln entdeckten Katharer von Richtern, die zu dem Zweck ernannt worden waren, zum Feuertode verurteilt wurden. Im Jahr 1157 verhängte das Konzil von Reims als Strafe die Brandmarkung im Gesichte, und im Jahre 1160 nahm das von Oxford zu demselben Mittel seine Zuflucht. Wir lesen jetzt über die zunehmende Strenge. Ja? Und noch 1199, also ein paar Jahre vor Einführung der Inquisition, droht der Antichrist Innozenz mit seinen ersten Maßregeln gegen die Albigenser nur Verbannung und Konfiskation an. Es befindet sich nirgendwo ein Hinweis auf die Verpflichtung der weltlichen Macht, über diese Strafen noch hinauszugehen, also dass sie nur die Strafen, die die Kirche auferlegt hat, durchsetzen, aber nicht darüber hinausgehen. Und die Durchführung derselben wird mit den nämlichen Ablässen wie eine Pilgerfahrt nach Rom oder Compostela belohnt. In dem Maße, als der Kampf an Bitterkeit zunahm, wurden auch, wie wir gesehen haben, strengere Maßregeln ergriffen. Zwar wollte Simon von Montfort in seinem am 1. Dezember 1212 zu Pamir veröffentlichten Rechtsbruch, worin er die Verfolgung der Ketzer bis zum Äußersten einem jeden zur Pflicht machte, von dem Scheiterhaufen gegen Ketzer nichts wissen, aber in demselben Jahre wurden in Straßburg 80 Ketzer verbrannt. Peter II. Von Aragon gebührt, wie wir gesehen haben, der traurige Ruhm, diese Form der Bestrafung in seinem Edikte vom Jahre 1197 zum ersten Male ausdrücklich zum Gesetz erhoben zu haben. Doch fand sein Beispiel keine schnelle Nachahmung. In seiner Satzung vom Jahre 1210 stellt Otto IV. Die Ketzer einfach unter den kaiserlichen Bann und befiehlt die Einziehung ihres Vermögens und die Verbrennung ihrer Häuser, nicht ihrer selbst. In seinem bekannten Statut vom 22. November 1220, das die Verfolgung der Ketzerei zu einem Teile des öffentlichen Rechts von Europa machte, drohte Friedrich II. Nur Gütereinziehung und Acht an. Allerdings kam, wie hinzugefügt werden muss, diese letztere Strafe der Todesstrafe gleich, da sie das Leben des Ketzers dem ersten Besten auf Gnade und Ungnade preisgab. Ja, so vogelfrei sind die Ketzer auch heute noch, das ist genau dasselbe. In seiner Konstitution, also Verfassung vom März 1224, ging nach der Wahl ging er weiter und setzte den Feuertod oder den Verlust der Zunge je nach der Wahl des Richters als Strafe fest. Erst im Jahre 1231 machte Friedrich in der sizilianischen Verfassung die Bestrafung mit dem Feuertode verbindlich. Doch galt die Bestimmung einstweilen nur für seine neapolitanischen Besitzungen. Das Edikt von Ravenna im März 1232 verhängt zwar die Todesstrafe über die Ketzer, schreibt aber die Art und Weise nicht vor. Dagegen gab das von Cremona im Jahre 1238 den sizilianischen Gesetzen allgemeine Gültigkeit und machte so durchs ganze Reich den Scheiterhaufen und den Pfahl zur anerkannten Strafe für Ketzerei, wie wir es auch später sowohl in dem Sachsenspiegel als auch in dem Schwabenspiegel, zwei Landrechten für das nördliche und südliche Deutschland, ausgedrückt finden. In Venedig enthielt der Amtseid der Dogen nach 1249 die Verpflichtung, alle Ketzer zu verbrennen. Im Jahre 1255 bestimmte Alfons der Weise von Kastilien den Scheiterhaufen für alle Christen, die zum Islam oder dem Judentum abfielen. Die Gesetzgebung,
die sowohl Ludwig IX. Als auch Raimund von Toulouse in Frankreich für die Durchführung der Bestimmungen vom Jahre 1229 annahmen, sagt vorsichtigerweise nichts von der Bestrafung der Ketzer. Ja, deswegen hat der Raimund ja im Grunde auch so lange überlebt, obwohl er exkommuniziert wurde, weil er es nie richtig durchgeführt hatte. Obgleich zu ihrer Zeit der Scheiterhaufen schon ganz allgemein angewandt wurde. Erst in dem unter Ludwigs des Heiligen Namen überlieferten Gesetzbuch aus der Zeit um 1280, den sogenannten Etablissements, finden wir die lebendige Verbrennung als Strafe für die Ketzer ausdrücklich festgesetzt. Dadurch wurde dieselbe zu einem Teile des anerkannten Landgesetzes gemacht, obgleich die Ausdrücke, in denen Beaumanoir darauf anspielt, zeigen, dass diese Strafe schon lange zu einer festen Gewohnheit geworden war. Wir müssen uns eben erinnern, wir sprechen jetzt hier über 1280 von diesem sogenannten Etablissement, ja, wo der sogenannte Ludwig der Heilige das in das Gesetzbuch aufnimmt. Und die Inquisition hat erst 1204, 1209 in der Periode ungefähr angefangen. 1203 bis 1209, das waren die Anfangsjahre. Das sind gerade mal 75, 76 Jahre, nachdem die Inquisition eingeführt wurde. Und da sehen wir schon, mit welch einer Strenge das vollständig hier zugepasst wurde. Die lebendige Verbrennung. Ja? Man muss sich das mal vorstellen. Ein Mensch wird lebendig verbrannt. Es gibt ja dieses Bild, was ich auch manchmal in die Videos mit einarbeite, von diesem dieser Figur da, eine Kuh oder ein Stier, wie auch immer, der aus Stahl, der von innen hohl ist, oder aus Blech, der von innen hohl ist, wo ein Mensch reingelegt wird und dann wird darunter ein Feuer angezündet und der Mensch wird lebendig geröstet. Das waren tatsächlich die Folter- und Hinrichtungsmethoden dieser Zeit. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und da geht es im Grunde mit dieser ganzen Buchlesung drum, dass wir uns diese Sachen bitte mal vorstellen und dass das so gesagt im Namen Gottes gemacht wird. Ja, da ist es ja nicht weiter schwer herauszufinden, welcher Gott dahinter steht, ne? Das ist ja, denke ich, auch denjenigen, die diese Buchlesung verfolgen, bekannt, dass der Gott der römisch-katholischen Kirche nicht der Gott von Abraham, Isaak und Jakob, der Bibel und der Schöpfergott und Jesus Christus ist. Erst als die Erhebung der Lollarden nicht nur der Kirche, sondern auch dem Staate gefährlich zu werden drohte, wurde durch ein Gesetz vom Jahre 1401 der Artikel De Heretico Comburendo erlassen. Und da gehen wir in eine ganz lange Fußnote, wo die ganzen Dokumente aufgeführt werden, die dafür in Betracht genommen wurden, um das hier zu begründen. Der Sachsenspiegel, da steht eine ganze Menge mit drin. Und dann die Verbrennung als Strafe für Apostasie, für Ketzerei und Zauberei angegeben. Der Erstere spielt sogar auf einen Fall an, in welchem ein Kleriker, der das Judentum annahm, von dem Konzil zu Oxford verbrannt wurde. Aber die Strafe hatte tatsächlich keine Stelle in dem gemeinen Recht. Erst durch die systematischen Bemühungen der Gesetzgeber, die in das römische Recht verliebt waren und ihr Werk durch den Vergleich des Verrates gegen Gott mit dem gegen den König zu vervollständigen suchten, fand sie Aufnahme. Das Schweigen Britons und Fletters zeigt, dass die Frage keine praktische Bedeutung hatte. Das kann man auch sehen in der gesetzlichen Einführung der Todesstrafe für Ketzerei in der Mitte des Österreichischen Instituts für Geschichte auf Seite 179 und fortfolgende. Ja. Also sehr interessant, sich hier auch mal in die Fußnoten zu vertiefen. Die seht ihr ja in dem Video, wenn ich hier die Seiten durchgebe, die wir hier am Lesen sind. Das ist schon ganz interessant, sich da auch mal mit zu beschäftigen. Nur an echten Informationen steht jetzt in dieser Fußnote nicht so besonders viel drin, aber hier sind halt die ganzen Konzile und die ganzen Dokumente aufgeführt, die zugrunde darüber liegen, über dieses Gesetz des Jahres 1401, De Heretico Comburendo. Ja, das kann man dann ja, wenn man die Muße hat, sich mal nachlesen. Ich fahre jetzt auf Seite 249 in dem Buch oben weiter fort. Die Praxis, den Ketzer lebendig zu verbrennen, ja, wir sprechen jetzt über die weltliche Macht und Ketzerverbrennung, die Praxis, den Ketzer lebendig zu verbrennen, wurde also nicht erst durch ein bestimmtes Gesetz geschaffen,
sondern entstand allgemein und spontan. Und ihre Annahme durch den Gesetzgeber war nur die Anerkennung eines bestehenden Volksgebrauches. Also einer Tradition. Worauf basiert sich die römisch-katholische Kirche? Tradition, nicht wahr? Wir haben zahlreiche Beispiele davon in einem früheren Kapitel kennengelernt. Und noch 1219 wurde zu Troyes ein Wahnsinniger, der behauptete, er sei der Heilige Geist, vom Volke ergriffen, in einem mit Brennstoff umgebenen Weidenkorb gesteckt und schleunigst in Asche verwandelt. Der Ursprung dieser Strafe lässt sich nicht leicht nachweisen. Vielleicht geht er zurück auf die heidnische Gesetzgebung des Diokletian, also ein früherer römischer Kaiser, der diese Strafe für den Manichäismus einführte. Die Todesqualen, denen die Märtyrer zu Zeiten der Verfolgung ausgesetzt wurden, schienen eine ähnliche Strafe für die Ketzer vorauszusetzen und in gewisser Weise zu rechtfertigen. Zauberer, also wir müssen hier immer verstehen, das, was die römisch-katholische Kirche unter Zauberern versteht. Ne? Zauberer wurden bisweilen aufgrund des kaiserlichen Rechts verbrannt. Und Gregor der Große erwähnt einen Fall, wo solch ein Unglücklicher durch den christlichen Eifer des Volkes, also den katholischen Eifer, den Feuertod erlitt. Da die Ketzerei als das größte Verbrechen angesehen wurde, so fand der Wunsch, der die Laien und Geistlichen in gleichem Maße beseelte, nämlich die Bestrafung so streng und eindrucksvoll wie möglich zu machen, in dem Scheiterhaufen das geeignete Mittel. Und ich möchte hier mal ein Ding kurz anmerken. Wir hatten gerade eben auf der Seite davor gelesen, dass im 10. Jahrhundert die Intelligenz nicht so besonders war unter den Leuten, ne? Für die Ketzerei, die immerhin eine gewisse gesunde Regsamkeit des Geistes voraussetzt, war der Bildungsstand des 10. Jahrhunderts zu tief. Das war im 11., 12., 13. und 14. Jahrhundert auch nicht viel anders. Und im 15. Jahrhundert auch nicht. Und warum? Weil damals die Leute die Bibel nicht hatten. Und deswegen hat überhaupt das Volk so an diesen Traditionen der Ketzerverbrennung oder Ketzerbestrafung überhaupt auch mitgewirkt und hat im Grunde der römisch-katholischen Kirche in die Hand gespielt. Die Leute wussten nicht besser. Heutzutage wissen wir besser. Heutzutage haben wir einen besseren Bildungsstand. Da gehe ich doch mal von aus, ne? Ja? Das war damals nicht so, weil damals hatten die Leute das Wort Gottes nicht, sie hatten die Bibel nicht. Und wenn die Kirche ihnen irgendetwas über Ketzer erzählte, haben die Leute es glauben müssen, weil sie konnten es nirgendwo nachlesen. Abgesehen davon, dass die meisten gar nicht lesen konnten. Oder die meisten gar nicht überhaupt nicht verstanden, was von der Kanzel heruntergepredigt wurde, weil das war in Latein und das hat kein normaler Mensch verstanden. Wenn der Bauer von seinem Bauernhof am Sonntag in die Kirche ging, um seine Pflicht gegenüber der Kirche zu erfüllen, um da zu sitzen und sich das anzuhören, was da gesagt wurde, war da noch keine 50% davon verstanden, da könnt ihr von ausgehen. Und wenn dann das Volk sich gegeneinander aufwiegelt, weil es mit bestimmten Dingen unzufrieden ist, dann braucht es ein Ventil, um sich auszulassen. Und das Ventil waren im alten Rom Brot und Spiele und in diesem Fall war es die Ketzerverfolgung. Dann nehmen wir uns einen Ketzer, verbrennen wir den, was auch immer. Machen wir Volksfest draus, wisst ihr? So einfältig, so grausam das vielleicht auch jetzt aus meinem Munde klingt, so einfältig waren die Menschen damals. Ja? Man muss sich das eben vorstellen, dass die Ketzerei, sagt der Autor, als das größte Verbrechen angesehen wurde, von der Kirche und von daher auf das normale, auf das Laienvolk übertragen wurde, brauchte das Laienvolk eine Art Ventil, um dem Druck abzulassen. Und deswegen stand oftmals das Volk als ein schlimmerer Verfolger dieser Ketzer da, als eigentlich die Kirche. Das heißt mit anderen Worten, durch die Leute dumm zu halten, hat sich die Kirche dem Volk bedient und hat es die Arbeit machen lassen, die es selbst dann nicht machen musste. Wollte ich nur mal eben hiermit bei bemerken. Wir müssen... Seht, ich lese das jetzt in 2018 und die Leute hören das in 2018, 19, 20, was auch nicht, wann sie es hören. Wir müssen uns vorstellen, dass wir damals in einer wirklich anderen Zeit lebten. Die allgemeine Menschheit, der, wie wir sagen, Otto-Normalverbraucher, wurde dumm gehalten. Es gab keine Bildung für den einfachen Menschen, schon gar keine Bildung durch Gottes Wort.
Und deswegen waren die Leute leicht beeinflussbar und haben dann natürlich solche Dinge leicht mitgemacht, wie eben hier jetzt zum Beispiel die Ketzerverbrennung oder was auch immer. Ja? Das muss man eben so verstehen. Deswegen probiere ich euch das so beizubringen. Weil ansonsten fragt man sich doch auch, warum konnten die Leute das damals tun? Weil die anders waren als wir. Die hatten einen anderen kulturellen und Wissenshintergrund, als wir das haben. Und da muss man sich immer probieren einzuverleben. Sonst ist es ja ganz leicht, jetzt auf einmal gegen die Leute so zu hetzen. Nein, wogegen man hetzen muss und was man aufdecken muss, das ist die Ignoranz der Kirche, die die Leute überhaupt so dumm hält und damit Falschlehren vollstopft. Und dann diese Leute natürlich in ihrem falschen Wahn den Befehlen der Kirche hinterherlaufen. Ne? Bei dem damals gebräuchlichen System der Bibelexegese, also der Bibelauslegung, da kommt der Autor jetzt genau auf das, was ich gerade eben gesagt habe. Ich habe es auch noch nicht gelesen, ne? Aber das ist der nächste Satz. Bei dem damals gebräuchlichen System der Bibelexegese war es nicht schwer, eine ausdrückliche Aufforderung dazu bei Johannes 15, Vers 6 zu finden. Zitat: Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie in das Feuer. Und sie muss brennen. Ende Zitat. Versteht ihr jetzt, was ich gerade eben meinte? Der Autor sagt hier ganz genau das. Also ich habe das noch nicht mal vorgelesen, diesen Satz. Ich gebe den Kommentar und im nächsten Satz steht genau das drin. Die Kirche bemächtigt sich dann von solchen Versen, die man natürlich auf diese Art missverstehen kann, die man vor allen Dingen auf diese Art misslehren kann, falsch lehren kann, um das Volk das machen zu lassen, was man selber will, was es macht. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie in das Feuer und sie muss brennen. Die wörtliche Auslegung, nicht die geistige Auslegung, sondern die wörtliche Auslegung eines Bildes der Schrift ist zu häufig die Quelle eines Irrtums geworden, als dass wir uns über diese Anwendung des biblischen Textes wundern könnten. Ein autoritativer Kommentar zu dem Erlass Lucius III. Vom Jahre 1184, der die Ketzer dem weltlichen Arme zu gebührender Bestrafung zu überliefern befahl, führt die Stelle aus Johannes und die kaiserliche Rechtsprechung an und zieht daraus triumphierend den Schluss, dass nicht nur das göttliche, sondern auch das menschliche oder weltliche Recht und die allgemeine Gewohnheit den Tod durchs Feuer zu einer gebührenden Strafe für Ketzer mache. Und zwar durfte dem Ketzer nicht etwa die Gnade der vorherigen Erdrosselung zuteil werden, vielmehr musste er, wie die Behörden der Inquisition versichern, lebendig vor dem Volke verbrannt werden. Ja, sogar eine ganze Stadt durfte verbrannt werden, wenn Ketzer darin wohnten. Welche Zweifel auch immer die Kirche während des 11. und 12. Jahrhunderts bezüglich ihres Verhaltens gegen die Ketzerei hatte, so kannte sie doch keine bezüglich des Verhaltens der weltlichen Macht, wenn sie nur selbst die Hände rein von Blut hielt. Und genau das ist der Casus Knactus. Genau hierum geht es. Die Verantwortung abnehmen. Und die Kirche sagt, ich hab ja nichts gemacht. Guckt, das ist der Staat, das ist der Politiker, der das durchsetzt. Seht ihr die Gleichheit, wie das heute ist? Die römisch-katholische Kirche, die eine politische Macht ist von Anfang an, weil sie nämlich lediglich das zwischen Anführungszeichen getaufte heidnische römische Reich mit Christentum ist, befiehlt den Politikern, die Dinge durchzusetzen, an denen sie sich selber die Finger nicht schmutzig machen will. Und spielt dann diese verschiedenen Politiker gegeneinander aus, um am Ende ihr Ziel zu erreichen. Also noch besser, noch deutlicher kann man das hier nicht schreiben. Und das schreibt hier der Henry Charles Lear bereits Ende des 19. Jahrhunderts. Der Mann, der kannte seine Geschichte. Der Mann, der kannte die Agenda der römisch-katholischen Kirche. Und dieser eine Satz sagt es ganz deutlich. Er sagt es nicht mit denselben deutlichen Worten, wie ich es sage, aber trotzdem schreibt er es doch deutlich verständlich. Nochmal.
Welche Zweifel auch immer die Kirche während des 11. und 12. Jahrhunderts bezüglich ihres Verhaltens gegen die Ketzerei hatte, so hatte sie doch keine bezüglich des Verhaltens der weltlichen Macht, wenn sie nur selbst die Hände rein vom Blut behielt, wenn die römisch-katholische Kirche selber sich die Finger nicht schmutzig machen musste. In dem Gefühl für das, was ihr ziemte, hatte die Kirche von früher Zeit an den Geistlichen verboten, bei Urteilen auf Tod oder Verstümmelung mitzuwirken. Ja, sie durften, wenn Verbrecher auf die Folter gespannt wurden, noch nicht einmal in der Folterkammer anwesend sein. Dieses Zartgefühl dauerte fort und wurde sogar in der Zeit der blutigsten Verfolgung noch übertrieben. Während Tausende in Languedoc hingeschlachtet wurden, erneuerte das Laterankonzil vom Jahre 1215 die alten Kanones, wodurch den Geistlichen verboten wurde, ein Todesurteil auszusprechen oder bei einer Hinrichtung zugegen zu sein oder auch nur eine Exekution auszuführen, die mit Brennen oder Schneiden verknüpft war. Im Jahre 1255 verbot ihnen das Konzil von Bordeaux sogar, Briefe zu schreiben oder zu diktieren, die mit Bluturteilen zusammenhingen. Man hatte ein so entwickeltes Gefühl für die Befleckung durch Blut, dass eine Kirche oder ein Kirchhof, wo zufällig Blut vergossen war, nicht eher wieder benutzt werden konnte, als bis sie von Neuem geweiht war. Ja, man ging sogar so weit, dass man den Priestern untersagte, Richtern die Rechtsprechung in Kirchen zu erlauben, weil Fälle, die eine körperliche Züchtigung zur Folge hatten, dort verbrannt werden könnten. Wäre diese Scheu vor der Teilnahme an menschlichen Martern echt gewesen, so würde sie unserer vollen Achtung würdig sein. Das ist jetzt der Satz, für wen ich den Autor jetzt schon liebe. Ich habe ihn noch nicht mal zu Ende gelesen. Wäre diese Scheu vor der Teilnahme an menschlichen Martern echt gewesen, nicht geheuchelt, so würde sie unserer vollen Achtung würdig sein. Aber sie war nur ein Kunstgriff der Kirche, um dadurch die Verantwortlichkeit für ihre eigenen Handlungen von sich abzuwälzen. Bei den Verfolgungen wegen Ketzerei sprach der kirchliche Gerichtshof keine Bluturteile aus. Er begnügte sich mit der Feststellung, dass der Angeklagte ein Ketzer sei, dann, zwischen Anführungszeichen, entließ er ihn, das heißt, er lieferte ihn der weltlichen Behörde aus, mit der heuchlerischen Bitte, Gnade an ihm zu üben, sein Leben zu schonen und sein Blut nicht zu vergießen. Was diese Bitte um Gnade in Wirklichkeit für eine Bedeutung hatte, lässt sich leicht aus der Lehre der Kirche über die Pflichten der weltlichen Macht ersehen. Die Inquisitoren hatten allmählich das Gesetz ausgebildet, dass schon der bloße Glaube, Verfolgungen um des Gewissens willen seien, sündhaft der Ketzerei gleichkomme und mit den für diese festgesetzten Strafen geahndet werden müsse. Den Satz muss ich nochmal lesen. Auch, dass wir ihn sehr gut verstehen. Die Inquisitoren der römisch-katholischen Kirche hatten allmählich das Gesetz ausgebildet, dass schon der bloße Glaube, Verfolgungen um des Gewissens willen seien sündhaft, der Ketzerei gleichkomme und mit den für diese festgesetzten Strafen geahndet werden müsse. Also, die Kirche gebraucht lediglich die weltliche Macht, um ihre Ziele durchzusetzen. Und das ist bis heute unverändert. Wir sprechen hier über die Inquisition, ganz klar. Wir sprechen hier über Ketzerverfolgung, ganz klar. Aber diese Inquisition hat sich gewandelt und wird heute weltweit in der Politik durchgesetzt. Und wenn heute irgendein Land, irgendeine Nation auf dieser Erde mit einer anderen Nation in einen Krieg tritt, dann ist es nur, weil die römisch-katholische Kirche dahinter steht, weil die römisch-katholische Kirche diesen Krieg befohlen hat
Und weil die römisch-katholische Kirche dahinter ihre Hände in Unschuld wäscht und die beiden gegeneinander anstreiten lässt, oder drei oder vier oder fünf oder die ganze Welt in einem Weltkrieg, und selber dahinter steht und sich die Hände reibt und sagt, am Ende sind die Ketzer diejenigen, die verfolgt werden. Diejenigen, die nicht den ultramontanen Führungsanspruch des Papstes akzeptieren, die müssen wir loswerden. Und wir gebrauchen unsere Feinde, um sich gegenseitig zu vernichten, weil für die römisch-katholische Kirche ist der Freund ihres Feindes auch ihr Feind. Und der Feind ihres Feindes auch ihr Feind. Es gibt nur die römisch-katholische Kirche, die am Ende übrig bleiben muss. Und alles andere darf in der Zwischenzeit aufgerieben werden. Das ist ein so wichtiger Absatz, den ich hier jetzt gerade eben gelesen habe. Wenn man den eben auch auf die Zeit, in der wir heute leben, bitteschön umsetzt und mal versteht. Ich wiederhole das eben nochmal. Es liegt mir zu sehr am Herzen, als dass ich da jetzt einfach drüber hinweggehen könnte. Ich lese diesen ganzen Absatz noch einmal, ohne irgendeinen Kommentar, und bitte, lasst das ein wenig einsinken. Macht zur Not das Video auf Pause, denkt dann mal 5 Minuten in Ruhe selber drüber nach, was der Autor hier Ende des 19. Jahrhunderts sagt, über wie die römisch-katholische Kirche sich selbst hier im 13. Jahrhundert gegenüber der Inquisition, gegenüber der Folter, gegenüber der menschenverachtenden Behandlung von anderen Menschen, sich verhält. Wäre diese Scheu der Teilnahme an menschlichen Martern echt gewesen, so würde sie unserer vollen Achtung würdig sein. Aber sie war nur ein Kunstgriff der Kirche, um dadurch die Verantwortlichkeit für ihre eigenen Handlungen von sich abzuwälzen. Von den Verfolgungen wegen Ketzerei sprach der kirchliche Gerichtshof keine Bluturteile aus. Der kirchliche Gerichtshof begnügte sich mit der Feststellung, dass der Angeklagte ein Ketzer sei. Dann entließ er ihn, das heißt, er überlieferte ihn der weltlichen Behörde mit der heuchlerischen Bitte, Gnade an ihm zu üben, sein Leben zu schonen und sein Blut nicht zu vergießen. Was diese Bitte um Gnade in Wirklichkeit für eine Bedeutung hatte, lässt sich leicht aus der Lehre der Kirche über die Pflichten der weltlichen Macht gegenüber der Kirche ersehen. Die Inquisitoren hatten allmählich das Gesetz ausgebildet, dass schon der bloße Glaube, Verfolgungen um des Gewissens willen seien sündhaft, der Ketzerei gleichkomme und mit den für diese festgesetzten Strafen geahndet werden müsse. Die früheren Lehren Leos und des Pelagius wurden wieder erneuert, sobald die Ketzerei eine beunruhigende Form annahm. Schon im 12. Jahrhundert verkündete Honorius von Autun, dass die Rebellen gegen Gott, die verstockt seien gegen die Stimme der Kirche, mit dem weltlichen Schwerte bezwungen werden müssten. In den Zusammenstellungen des kanonischen Gesetzes durch Ivo und Gratian sind die Hinweise auf die Behandlung der Ketzer durch die Kirche auffallend selten. Aber es kommen zahlreiche Stellen vor, in denen die Pflicht des Herrschers betont wird, die Ketzerei auszurotten und den dahin zielenden Geboten der Kirche zu gehorchen. Gehen wir noch mal ein paar Lesungen in diesem Buch zurück und erinnern wir uns an Raimund von Toulouse. Ist das nicht eins der besten Beispiele, das man in der Hinsicht geben kann? Friedrich Barbarossa gab die kaiserliche Bestätigung der kirchlichen Lehre, dass ihm das Schwert anvertraut sei zu dem Zwecke, die Feinde Christi zu treffen, und führte dies im Jahr 1159 als Grund an für die Verfolgung Alexanders des Dritten und die Unterstützung seines Gegenpapstes Viktors des Vierten. Das Zweite Laterankonzil im Jahre 1139 befiehlt allen Machthabern, also allen weltlichen Gewalten, Ketzer zum Gehorsam zu zwingen. Das Dritte Laterankonzil im Jahr 1179 verkündet scheinheilig, dass die Kirche nicht nach Blut verlange, aber dass ihr die weltlichen Gesetze helfen müssten, denn die Menschen suchten nach wirksamen Mitteln, um der körperlichen Züchtigung zu entgehen. Wir haben gesehen, fährt der Autor fort, wie wirkungslos sich alles das erwies. Deshalb tat die Kirche an der freiwilligen Hilfe von Seiten der weltlichen Fürsten verzweifelnd einen weiteren Schritt, durch den sie sowohl für die körperliche
wie auch für die geistige Bestrafung der Ketzer die Verantwortung selbst übernahm. Der Erlass Lucius III. Auf dem sogenannten Konzil von Verona im Jahr 1184 gebot allen Machthabern vor ihren Bischöfen eidlich zu geloben, dass sie die kirchlichen und weltlichen Gesetze gegen die Ketzerei voll und wirksam durchführen wollten. Jede Weigerung oder Vernachlässigung sollte mit Exkommunikation, Absetzung und der Unfähigkeit, ein anderes Amt zu bekleiden, bestraft werden, während die Städte von jedem Verkehr mit anderen Orten abgesondert und abgeschnitten werden sollten. Also die Exkommunikation beinhaltet hier viel mehr als lediglich das Entsagen der römisch-katholischen Sakramente, Heirat, heilige Kommunion in der Transsubstantiation, Teilnehmen an der Messe, Taufe, letzte Ölung und so weiter, die ganzen Sakramente, sondern es sorgt auch noch dafür, dass die Städte von jedem Verkehr mit anderen Orten abgesondert und abgeschnitten werden sollten. Eine totale Isolierung. Ganze Dörfer wurden mit anderen Worten auf sich gestellt. Stellt euch das mal heute vor, in unserer Welt, in der wir heute leben, wenn die Gemeinde, in der ihr lebt, auf einmal abgeschnitten wird von der Außenwelt und zur Selbstversorgung übertreten muss. Da werden innerhalb von wenigen Stunden wahrscheinlich Chaoten auf der Straße regieren, ne? Und viel anders war es hier wahrscheinlich auch nicht. So hat man eben für den Aufstand gesorgt. Jede Weigerung oder Vernachlässigung sollte mit Exkommunikation, Absetzung der Unfähigkeit, ein anderes Amt zu bekleiden, bestraft werden. Mit anderen Worten, wenn sich die Herrscher da nicht dran gehalten haben gegen diese Gesetze, dann wurde eben der ganze Ort exkommuniziert und dann wurden sie dem Willen des Volkes überlassen. Ja, da können wir davon ausgehen, dass die oftmals wahrscheinlich die Leute gelüncht haben, ne? So unternahm es die Kirche, fährt der Autor fort, die weltlichen Herrscher zur Verfolgung zu zwingen. Ja, weil wer will denn das schon haben? Wer will denn schon seine Macht in seinem Dorf, sage ich jetzt mal, in seiner Gemeinde, in seiner Stadt verlieren? Die römisch-katholische Kirche hat eben die Macht dafür zu sorgen, durch die Exkommunikation einem die Macht zu nehmen, die man hat. Ja? So unternahm die Kirche, die weltlichen Herrscher zur Verfolgung zu zwingen. Sie wollte von Gnade nichts hören und von Ausflüchten wollte sie auch nichts wissen. Der Monarch trage seine Krone mit der Verpflichtung, die Ketzerei auszurotten und dafür zu sorgen, dass die Gesetze gegen sie scharf seien und mitleidslos durchgeführt würden. Wir dürfen ja nicht vergessen, der Papst hat jeden König gekrönt. Und derjenige, der mir die Krone aufsetzt, der die Macht hat, mir die Krone zu geben, der hat auch die Kraft und die Macht, mir die Krone wieder zu nehmen. Und wenn ich das nicht will, ich rede jetzt nicht von mir persönlich, sondern von jedem König oder Herrscher oder auch immer, dann muss ich eben dafür sorgen, dass ich den Willen dessen tue, der mir die Krone aufgesetzt hat. So ist das heute auch noch. Das erklärt die ganze Politik, damals wie heute. Es ist nichts Neues unter der Sonne, meine lieben Brüder und Schwestern. Es ist und bleibt immer dasselbe. Der Monarch trage seine Krone mit der Verpflichtung, die Ketzerei auszurotten. Der Bundeskanzler heute hat seine Macht mit der Verpflichtung, gegen die antikatholischen Bewegungen anzugehen. Er hat die Pflicht, das römisch-katholisch-kanonische Gesetz durchzusetzen, weil er dient in einem Staate, das mit einem Konkordat an diese Kirche gebunden ist. Und die geistliche Macht steht über der weltlichen Macht, wie wir gelernt haben. Ein ganz wichtiger Satz wieder einmal. Der Monarch trage seine Krone mit der Verpflichtung, die Ketzerei auszurotten und dafür zu sorgen, dass die Gesetze gegen sie scharf seien und mitleidslos durchgeführt werden. Wenn der Monarch nicht spurt, dann kommt eben ein anderer rein. Dann wird die römisch-katholische Kirche dafür sorgen, dass dieser Monarch ganz schnell seinen Kopf verliert oder dieser Bundeskanzler ganz schnell abgewählt wird oder dieser Präsident ganz schnell gestürzt wird und dass dann ein Regime an die Macht kommt, das der römisch-katholischen Kirche höriger ist. Jede Zögerung, fährt der Autor fort. Jede Zögerung wurde mit Exkommunikation bestraft. Erwies sich diese Exkommunikation als unwirksam, so wurden seine Besitzungen dem ersten besten kühnen Abenteurer preisgegeben.
Und ihm von der Kirche noch ein Heer zur Verfügung gestellt. Dann holen wir solche Firmen wie Blackwater. Ja? Dann werden wir Terroristen einschleusen bei euch. Dann werden wir euch umwerfen, dann werden wir für einen Regime-Change sorgen. Versteht ihr? Das ist die moderne Version von dem, was wir hier lesen. Ob diese neuen Bestimmungen in dem öffentlichen Recht Europas Geltung erhalten würden, war die Frage bei dem Beginn der Kreuzzüge gegen die Albigenser. Die Antwort auf diese Frage kennen wir. Raimunds Lande wurden verwirkt, lediglich deshalb, weil er die Ketzer nicht bestrafen wollte. Und die, welche sein Sohn behielt, wurden als ein neues Lehen von Seiten der Krone betrachtet. Der Sieg der Kirche und ihres neuen Gesetzes war vollständig und wurde in Zukunft niemals wieder in Frage gezogen. Die Kirche ließ jeden Würdenträger, den höchsten wie den niedrigsten, fühlen, dass seine Stellung ein Amt war in der allgemeinen Theokratie, in dem allgemeinen Gottesstaat, worin der großen Pflicht, die Reinheit des Glaubens aufrechtzuhalten, alle Interessen untergeordnet waren. Also mit anderen Worten, es gibt kein anderes Recht als das der Theokratie, die Pflicht, die Reinheit des Glaubens aufrechtzuerhalten, innerhalb des gegebenen Landes. Die Kirche ließ jeden Würdenträger, also auch die weltlichen, ja, nicht nur Würdenträger innerhalb der Kirche, sondern vor allen Dingen die weltlichen Würdenträger, die Barone, die Fürsten, die Grafen, die Könige, all diesen ließ die Kirche fühlen, dass ihre Stellung ein Amt war in der allgemeinen Theokratie, worin sie die große Pflicht hatten, die Reinheit des Glaubens aufrechtzuhalten, und alle anderen Interessen müssen dieser Pflicht untergeordnet sein. Ja, ich bin hier oben auf Seite 253 und ich finde eigentlich, dass man hier ganz gut schließen kann. Dann werden wir nächstes Mal ganz interessant weiterlesen. Das Kapitel selber geht ja noch ein paar Seiten weiter. Und ich denke aber, hier jetzt abschließen zu können, weil sonst lese ich die ganze Seite durch und da ist es schwierig, einen Schluss zu finden. Und wir sind schon bei 55 Minuten. Von daher finde ich es ganz gut. Sollten wir uns noch ein wenig besinnen auf das, was ich heute gelesen habe, auf diesen 10 Seiten oder was, die wir heute gelesen hatten. Eine ganze Menge ja im Grunde eigentlich. Und sollten wir vor allen Dingen probieren, Parallelen zu ziehen zwischen dem, was ich hier gerade eben gelesen habe, wo wir uns im 10., 11., 12. und 13. Jahrhundert befinden, und Parallelen zu ziehen zu der jüngeren Vergangenheit, lass uns sagen, in das 20. Jahrhundert, lass uns sagen, dass wir vielleicht mal durch diese Brille das Dritte Reich sehen, das ihr ja wahrscheinlich in Videos wie Hinter den Diktatoren und die verborgene Geschichte der Jesuiten bereits sehr gut habt kennengelernt haben könnt. Und dass wir es versuchen, durch diese Brille zu sehen und dass wir die Politik der Kirche als das erkennen, was sie ist. Semper eadem. Unveränderbar. Die Kirche verändert sich nie. Dieser letzte Satz, mit dem ich wohl auch nächste Mal meine Lesung anfangen werde, den finde ich sehr bemerkenswert. Und der ist so gültig in der Zeit, wo wir hier drüber sprechen, im 13. Jahrhundert, wie er auch heute im 21. Jahrhundert noch gültig ist. Die Kirche lässt jeden Würdenträger, sowohl die innerhalb ihrer eigenen Organisation, der Kirche, als auch in der weltlichen Gewalt, sobald man da irgendwelche Macht hat, und wir wissen ja, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut. Die Kirche lässt jeden Würdenträger, den höchsten wie den niedrigsten, also den höchsten wie den kleinsten. Ja, deswegen handeln Beamte oftmals so, weil sie eben auch nur ihre Pflicht erfüllen, wie sie sagen. Ja, ihre Pflicht ist, das zu tun, was der Autor hier erzählt. Dass die Stellung ein Amt war oder dass man dieses Amt nur bekleidet,
innerhalb der allgemeinen Theokratie, dem allgemeinen Gottesstaat, den der Papst hier auf Erden errichten will, weil Jesus Christus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Der Papst sagt, mein Reich ist von dieser Welt. Ich bin der König aller Könige und der Herr aller Herren hier auf dieser Erde. Ich bin der Stellvertreter Satans, dem das Materielle gehört, und Jesus Christus, dem gehört das Spirituelle. Und der Papst will uns weismachen, dass er eben Meister ist über das eine wie über das andere. Weil er nennt sich der Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden. Ja? Eine allgemeine Theokratie, die Errichtung einer Theokratie hier auf der ganzen Erde, das ist im Grunde das Ziel der sogenannten neuen Weltordnung. Das ist das Ziel, um diese alte Weltordnung, wo man eben diese Theokratie im westlichen Abendland, wo wir eben wohnen, bereits hatte, um das wiederherzustellen, um die ganze Reformation rückgängig zu machen. Hier im 13. Jahrhundert, wo wir jetzt hier im Augenblick lesen, geht es natürlich noch nicht um, und im 12. Jahrhundert geht es noch nicht um Reformation. Nein, aber da geht es um Leute, die sowieso den gerechten Glauben hatten. Auch wenn sie die Bibel nicht hatten. Oder wenn sie die Bibel hatten, aufgrund, weil sie Kontakte hatten zu Waldensern und sogar zu Katharern, die natürlich hier und da verschiedene falsche Glaubensformen hatten. Da will ich ja gar nicht drüber ausweiten. Aber die oftmals eben auch die Bibel besaßen und den Leuten eben auch das Wort Gottes zeigen konnten. Und man nimmt halt davon das, was man nehmen kann, will ich mal eben so sagen. Ja? Also wir müssen ganz deutlich bitteschön verstehen, was dieser Satz für eine Wichtigkeit hat. Die Kirche ließ jeden Würdenträger, den Höchsten wie den Niedrigsten, fühlen, dass seine Stellung ein Amt war in der allgemeinen Theokratie. Also du meinst, du arbeitest für den Staat, aber im Endeffekt arbeitest du für die Kirche. Worin der großen Pflicht, die Reinheit des Glaubens aufrechtzuerhalten, alle Interessen untergeordnet waren. Also mit anderen Worten, welche Position ich auch habe oder meine zu haben in der weltlichen, in der säkularen Welt, also in der Regierung, sage ich jetzt mal, ja, in der weltlichen Welt, nicht in der geistlichen Welt, sondern in der weltlichen, nicht spirituellen, sondern in der weltlichen Welt, welche Position ich auch habe, welches Amt ich auch bekleide, alles muss sich unterordnen der allgemeinen Theokratie, worin die größte Pflicht darin besteht, die Reinheit des römisch-katholischen Aberglaubens aufrechtzuerhalten, und dieser Pflicht sind alle anderen Interessen untergeordnet. Das waren sie im 12. Jahrhundert, wo wir hier drüber sprechen, und das sind sie heute, im 21. Jahrhundert, noch immer. Und damit möchte ich abschließen und euch freundlich fragen, eure Gedanken darüber nochmal zu machen. Und ihr könnt mich ja in der Kommentarsektion dieses Videos wissen lassen, wie ihr diese Sätze, die wir hier in diesem Buch gelesen haben, auslegt. Und ich freue mich schon auf den nächsten, 23. Teil der Buchlesung von Henry Charles Lear, Geschichte der Inquisition im Mittelalter, wenn wir weiter darüber sprechen, was die Verantwortung der Kirche für die Ketzerverbrennung im frühen Mittelalter war. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. Magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Let's magnify the Lord so that He is seen more clearly. Let's all sing together.
together, and let us exalt.